Servus, grüezi und hallo. Wir sind hier beim SMS-Festival. Kommt alle vorbei, jetzt alle. Sonne, Mond, Sterne, wir sind wieder da. SMS, habt ihr Bock? Nicht gewohnte Konstellation. Doch, eigentlich. It should take forever. We need a story of 30 seconds. Okay, gut, das war dann halt der Vlog. Hey, lass laufen. Sonne, Mond, Sterne, wir sind da. Wir hoffen ihr auch. Wir sehen uns 18.50 Uhr Mainstage. Kommt vorbei. Bitte. Perfekt. Oh, bitte, bitte. Kommt nochmal eine jetzt. Oh, bitte. Wenn ihr nicht. Kleine Spende, bitte. Ist das da ein Strandkorb, der ganz alleine steht? Oh, ich höre ja, was mit spielt. Er läuft dann, er loopt das. Geht mit dem Filter raus, Reverb rein und dann mach's Cut. Und dann komm ich mit My Pain. Sind wieder alle schneller weg. Dito, dasselbe, trinkt und fickt. Ich hoffe, das haben sie gehört. Das ist immer auf so einem Festival, ist das eigentlich immer das Hauptmotto, würde ich sagen. Ich dachte, du bist hier, um aufzulegen. Rolf, sind wir jetzt zum Auflegen oder arbeiten oder Spaß? Zum Auflegen. Sparbeit ist das. Seit Mittwoch hier, ich hatte meinen Spaß schon und jetzt bin ich hier zum Arbeiten. Für 70 Minuten. Guter Stundenlohn, würde ich sagen. Ja. Was haben wir Stundenlohn? 13? Ja, nee, 23,50. Ausgelernt da, ne? Ja. Ja, nach 10, bis ja nach 7 Jahren bist du ja quasi anerkannt. Wir machen seit 10, also ist schon ausgelernt. Ja. Jetzt erstmal Antifuchs, hallo. Heißt es erstmal Antifuchs, ja. Hallo sagen? Ja. Fürs CF, hallo sagen? Und erstmal allgemein diese Herr der Lanzen Lage. Ja, mal kurz hallo. Achim ist schon, das ist halt ein geiler Typ. Auch das Bisschen, auch krasser Typ. Antifuchs. Also wir haben schon eine. Sollte eigentlich jetzt ein Ranking aufstellen, aber mir fiel währenddessen ich das gesagt habe, fiel mir ein, dass eigentlich alle drei mega geil sind. Und wie unhöflich das wäre für die anderen. Das wäre genauso wie wenn ich sagen würde, ich bin geiler als Rolf. Wir können ja mal Rolf persönlich fragen. Nee, der würde sagen, Philipp ist absolut Oberchef. Nein. Was war die Frage nochmal? Ob Philipp der krasse Oberchef ist und viel krasser ist als du. Ach, bei uns gibt's keinen Chef. Das ist das Chefding, das ist schon lange durchgelutscht. Okay. So. Nein, also keine Ahnung, kann ich nicht beantworten. Ich würde sagen, jeder hat so seinen Chefanteil, jeder macht seine Aufgaben, mehr oder weniger. Rauchen erhöht das Risiko zu erblinden. Deswegen auch deine Stevie Wonder Brille, oder? Ja, mehr Wonderanteile anstatt Stevie. Halt mir fest, das ist mein Cash-Bändchen von dem Festival. Wir haben vom SMS-Festival haben wir schon 15 Euro geschenkt bekommen. Die sind, glaube ich, noch drauf. Ich habe aber hier noch ein bisschen was über 100 Euro aufgeladen. Habe ich natürlich nicht benutzt. Das ist mein Geschenk an euch. Das werfe ich heute in die Menge zum Abschluss des Sets. Der Glückliche, der es gefangen hat, kann sich auf jeden Fall richtig gönnen hier. Guckt euch die Anlage an! Einmal eine ganze Passline! Welch Masse die Mami zieht, so weit, dass sie ne AK zieht. Beweis, sie ist dein Kryptonit und deine billigen Witze treiben es nur auf die Spitze. Von wegen, du bist doch der Man, du bist doch nicht mal im Business. Wärst du gern in den Brief von ihr, damit du paar Klicks bist. Doch zu weit von ihr entfernt, es gibt noch nicht mal einen Lichtblick. Immer wieder hängen sie in den Kommentaren. Immer wieder heißt es, mach die Kleine klar. An sie ran, ey, ran. Ja, das passt. Perfekt. Ja, nee, das ist die Bühne. Die Frage ist, auf dem SSB, ist das größer oder ist es, das ist gerade die Frage, die ich mir stelle. Wer hinterm FOH steht, sieht halt nichts, wa? Ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, Onlyfans zu machen. Weil eigentlich muss man jetzt mitnehmen, eigentlich vielleicht da oben heute bewerben. Das ist vielleicht die einzige Chance. Nee, aber ich glaube, ich hab Angst. Ich hab Angst. Eigentlich relativ wenig, weil es würde einfach nur interessant, weil es was ganz anderes ist als das Zelt, wo wir sonst immer spielen. Aber da ja die letzten Jahre Kapazitäten immer so ein bisschen an die Grenze gekommen sind, gucken wir halt heute einfach mal. Glaubt dem nichts. Wir haben also heute die Freigabe erhalten, uns mehr öffentlich zu demütigen und dementsprechend freuen wir uns. Ich bin gespannt, Sputnik Spring Break war schon wild, da haben wir es das erste Mal ausprobiert. Ich glaube, heute wird ein bisschen besser.
Ich sehe gerade die Aussicht und bin einfach nur fasziniert. Ich habe richtig Bock, ein bisschen zu randalieren und die Türsteher ein bisschen auf Trab zu halten heute. Ich muss übrigens pinkeln. Ich muss auf Toilette. Ganz ehrlich, habe ich heute früh dran gedacht. 2006 haben wir auf der Second Stage gespielt, das erste Mal, und 2007 auch. Dann sind wir in das große Zelt und jetzt das ist wie so eine Art Ritterschlag. Also aber ist auch schön, wenn so. Und das Schöne ist, ich glaub, da oben dass wir heute mit echten Artists zusammen sind. Und nicht. Und nicht so wie die letzten Jahre. Wir was machen mussten. Heute müssen die machen. Aber ich finde schön, dass ihr das auch immer. Wir trinken Bier. Mitzieht. Macht's gut. Ich trinke einen Sekt vielleicht. Deswegen wir halt. Ja, es war krass dieses Jahr. Es ist ein Mainstage das erste Mal. Ich will gar nichts dazu sagen. Ich habe es noch gar nicht verarbeitet. Ich kann es auch nicht. Das war Fächer Recall. Dankeschön, dass ihr uns damals mit hierher geholt habt. Wir sind mit den Jungs auf die Mainstage gesprungen, haben es abgerissen und dann war krass. Riesendank an Kulturerbe Achim, beim Crystal F und Antti. Auch Riesendank an die Leute, die überhaupt da waren. Alter. Das war ja aber. Da waren so 1-2, denke ich. So viel waren es gar nicht. Also. Das war krass. Das, Bilder sagen alles. Ja. Guckt euch einmal die Bilder an, die wir dann hochladen. Und sind noch ein bisschen sprachlos. Ja, das dauert jetzt erstmal, glaube ich, eine Woche, das zu verarbeiten. Kennt ihr überhaupt noch den Inhalt der Albumbox? Jetzt geht's los. Niemand hat das, glaube ich, herausgefunden. Es waren 2 Schlüsselbänder in dieser Albumbox. Oh, cool, ich sag mal, ein kleines Schlüsselband. Und da ist auch ein Becher drin. Passt dieser Becher eventuell? Ja, ja. Und auf einmal hast du 2 Schlüsselbänder. Ja. Aber weißt du noch, als wir da saßen, das wird eh keiner schnallen. Ja, ist auch so. Es ist so. Ich habe noch nie jemanden damit so auf dem Festival rumrennen sehen. Den einzigen, den ich aus diesem Becher trinken sehe, ist meine Mama. Ich glaube, seit 2 Jahren trinkt die aus diesem Becher. Das funktioniert immer noch. Okay, macht's gut. War super. War super. Krass. Danke. Ich habe noch 10 Euro auf meinem Bändchen. Das wäre jetzt. Danke. Ey, übrigens, herzlichen Glückwunsch noch an den Glücklichen oder an die Glückliche. Weiß nicht mehr, wem es gegeben hat. Hast du das Bändchen? Ja, da waren noch 150 Euro drauf. Da wir morgen eh nicht mehr da sind, habe ich gedacht, ich tue jemandem einen guten Gefallen. Hätte auch noch versaufen können. Ich saufe nicht! Wieso habe ich denn jetzt 20 Euro drauf gekauft? Nee, ich dachte, ich tue irgendwie was Gutes. Wenn du das siehst, hab noch ein schönes Festival und bis bald. Kaum kommt die Sonne raus, schon ist die Laune. Ich würde sagen, das wird für uns relativ entspannt. Ach, so sind die doch auch. 6 Stunden Fahrt sind die. Cool. Ja. Und, 4 Stunden sogar, 4 Stunden. Ja, 4,5.
in der Zeit, wo Cindy fährt. Lassen wir es uns richtig gut gehen. Überzeugt euch selbst. First Class. Up in the sky. I can put you in. First Class. Up in the sky. Throw up the sex in the. And I can put you in. Wir sind in Potsdam. In Potsdam. Beim Hackebeats. Genau. Wie jedes Jahr. Und wie jedes Jahr haben wir wieder keine Zeit, heute ein bisschen das genießen zu können. Erstmal Büro, ja. Erstmal Büro. Wir machen das, wir spielen von 17 bis 18 Uhr, kommt alle rum. Und danach geht's bei uns? Nach Erkelenz zum Electrosize. Wie kommt ihr da hin? First Class, up in the sky, pop the champagne, without the healing. Ja, wir haben unseren Manager schon ein bisschen geärgert, hier gehört es ein bisschen. Ja, wir hier trinken Champagner da rum. Keine Ahnung, ich hab noch nie Champagner getrunken. Hast du? Ja, weil du es mir durch weiß kosten wollte, ja. Nein, die OBS bin schon letztens. Achso, ja. Alter, Osberg Club, mal ein geiles Getränk. Gelbes Red Bull, Grey Goose Wodka und Champus. War das das? Ja. Boah, übelst geil. Das hat lecker geschmeckt. Wir sind auf dem Arbeitsplatz jetzt. Und heute Abend noch beim Electrosize. Ja. Wir nehmen euch mit. Was ja, machen wir es heute, da sind die Jungs nicht dabei. Ja. Drücken sich nämlich vor Arbeit. Nee, da hat nicht genug Platz im Privatjet. Ja, weil der Privatjet so. Nein, ich musste privat fliegen, musste mich entscheiden. Dann lege ich immer meine Wäsche zusammen. Auf dem Gebügelbrett. Nee, aber es ist wirklich eine geile, muss ich sagen, ist eine geile Erfahrung mit dem Ding da drin. Wir sind über Stumsdorf geflogen. Ich habe mein Dorf, wo ich groß geworden bin, habe ich fotografiert von oben. G-Bags. Ja, war krass. Und wir sind 15 Minuten geflogen. Von Opin nach Potsdam. Ja. Und nachher müssen wir von Potsdam nach Mönchengladbach. Erkelenz. Mönchengladbach. Mönchengladbach und dann geht's mit dem Auto nochmal nach Erkelenz. In Westen. Wieso guckst du da so betröppelt? Nee. Für alle, die nicht wissen, wo das liegt, das ist da, wo ihr immer auf Montage hinfahrt. Wir fahren auf Montage. Wir fliegen auf Montage. 5:30, wir müssen jetzt los. Hallo! War okay. Wir hatten ziemlich Rückkopplung da drinnen, aber... Fängt mal hier rüber, guck mal, die Nerven schon alle. Kommt ihr jetzt, seid ihr endlich da? Wie immer. Wir müssen leider los. Ich muss auf das anschreie. Hachelbeats Potsdam, Dankeschön. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Gerne, bitte, wieder. Und hallo Electrosize. Wo ist das Gebrüder-Brett-Logo? Aber ist schon gut, wir haben uns da hier reingesneakt. Naja, wir machen los. Hubblebeats haben wir geschafft. Oh, ey, das Honeyboy, das Honeyboy. Mal los, mal los. Ach, Mensch, hier sah ich doch Wünsche mal. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein.
Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen und dann. Hallo! Hast du eine Story? Oh, ja. Schwupp, schwupp! Speedy Gonzales! Sind Haukuchen oder was? Ich weiß nicht, wie lange ich, seit wann ich die GoPro mal wieder. Das stimmt, das ist lange nicht mehr gemacht. Ewig haben wir nicht die GoPro mal mitgehabt. Ich hat habe Aufnahmen vom, denn ich hatte meine GoPro auf. Von wem ist diese Leid? Genau, ab in die Kommentare. Wir haben noch 5 Stunden, 5,5. Ich wollte gerade sagen, für die Leute, für die das vielleicht so aussieht, als ob wir schon im Zeitdruck sind. Oder als ob wir schon irgendwie im Urlaub sind oder so. Sind wir nicht. Ich glaube, ich weiß, warum wir die GoPro nicht mehr mit hatten. Weil die Qualität halt nicht so geil ist. Ich merke, wir sind ein bisschen am Arsch. Haben wir 3 Festivals hinter uns. Also langsam ist wirklich Zeit dran, wo man so ein bisschen dumm geht im Shadow. Hut ab für Künstler, die wirklich nur ununterbrochen unterwegs sind. Flieger rein, Show, Flieger. Also raus. Flieger raus, Show, Flieger rein, nächste Show. Alter. Da kann man wirklich vom Glück reden, dass wir so eine super Managerin haben, die uns auch fährt und so. Daumen nach oben für Cindy. Die natürlich nicht erste Klasse Flieger mitfliegen darf. Unsere brillanten Ärzte darfst du von A nach B fahren. Ist ja immerhin ein kleiner Trostpreis, dass sie uns fahren darf. Like and subscribe. Da haben wir das Fuß weg. Wir stärken uns, machen Pause. Wir haben morgen den ganzen Tag in Salzburg. Haben wir geschafft, ja? Ja. Ich finde das Taxi am coolsten. Das Taxi fetzt auch? Aber wenn ich entscheiden müsste, würde ich irgendwie das Flugzeug nehmen. Finde ich cooler. Pinkeln müsste ich. Hallo. Ich bin Gandalf. Ich hab's vermisst. Meine süßen, dreckigen, dunklen Clubfloor. Ich hab's vermisst, wirklich. Geil. Wow. Ich schwitze wieder wie als hätte es in Strömen geregnet. Muss wieder rumziehen gleich. Ich wollte das genau das wollte ich wieder und ich hab's bekommen. Danke. Dauert nicht lange, dass wir wieder jedes Wochenende in den Clubs. Aber nach irgendwie 2 Monaten Festivals und Open Airs dann mal wieder im Club zu spielen, war ein bisschen. Ich dachte, Suizid auf jeden Fall. Wir dachten, erst Selbstmordgefahr heute, aber. Weil sehr warm und so, sehr, sehr warm. Also wir wurden gut bestückt, wir hatten einige Ventilatoren auf uns gerichtet. Also, Sarkok. Kümmelkamp. Okay. Perfekt. Also, wer das sieht und wer irgendwie mal Bock hat, in Österreich geil feiern zu gehen, ich denke, in diesem Club auf jeden Fall lohnt es sich. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir uns im nächsten Jahr nochmal hier sehen werden. Es war wirklich schön. Hat Spaß gemacht, Dankeschön. Feierabend. Ich glaube, ich habe noch was zu erzählen. Das geht an Stefan raus, weil das war nämlich Stefans Kabel. Das ist mein Mikrofonkabel. Aber sah doch zu fick, da ist Gold. Also Stefan, wir sind ja Studio-Nachbarn. Ich denke, bei uns gibt es kein Dein-Meinen-Kabel mehr. Er hat gefühlt
alle Kabel von mir und ich habe gefühlt alle Kabel von ihm. Das werde ich jetzt hier beerdigen. Kauf dir einfach ein neues, Stefan. Na, kauf mir ein neues, bitte. Danke. Okay. Egal. Also, wir haben jetzt ein hartes Wochenende hinter uns. Freitag SMS, Samstag Hafenbeats Potsdam, Electrosize und jetzt ist Montag. Hier ist Sackock. Österreich. Österreich. Wir haben einige Kilometer hinter uns. Wir sind geflogen, wir sind gefahren. Ja, das war jetzt eine ganz lange Absage. Ist gut. Dankeschön.